Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es wieder für euch ein Food Diary, ein veganes Food Diary mit meinen Söhnen. Meine Söhne sind jetzt 11 und 15 und sie sind weder Veganer noch Rohköstler, aber ich habe ihnen ihr ganzes Leben lang sehr viel pflanzliche Kost angeboten, vielfältige pflanzliche Kost und bevorzugt selbstgemacht vieles auch in Rohkostqualität. Bei meinem Jüngsten ist es ein bisschen schwierig, er ist ein sehr anspruchsvoller Esser, also er lehnt auch viele pflanzliche Lebensmittel ab, deswegen gibt es bei ihm auch immer ähnliche Mahlzeiten. Da gibt es nicht so eine große Vielfalt. Mein großer Sohn, der ist schon da viel aufgeschlossen und isst viele vegane Zubereitungen, auch rohköstliche Zubereitungen mit. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit ein paar Tagen veganes Foodery. Als erstes gibt es für meine Jungs eine kleine Portion grüner Saftkomplex. Dieser besteht aus Grassaftpulver von Kamut, Weizen, Gerste und Hafer und aus Alfalfa-Blätter-Saftpulver. Ich mixe für meine Jungs jetzt gleich einen Fruchtshake. Da kommt jetzt noch ein bisschen Wasser dazu. Im Mixbehälter ist schon drin reife Bananen, gefrorene Himbeeren, gefrorene Heidelbeeren, ein gefrorenes Limettenblatt. Ein paar Hanfsamen, weiche Datteln, etwas Vanillepulver und Kamu-Kamu-Pulver. Und fertig ist der Fruchtshake. Für den älteren meiner Söhne gibt es jetzt eine Handvoll grüne Rosinen. Jetzt gibt es für meine Jungs Knäckebrot, für den einen mit Haselnussmus und für den anderen mit Erdnussmus. Für meinen jüngeren Sohn gibt es jetzt noch zwei weitere Knäckebrote mit Haselnussmus. Für meinen Großen gibt es auch noch Nachschlag, drei Knäckebrote mit Erdnussmus. Für meinen jüngeren Sohn gibt es jetzt eine Mischung aus angekeimten und getrockneten Sonnenblumenkernen, Kakaonips und grünen Rosinen. Mein Großer macht sich seinen Nachmittagssnack gerade selber. Und zwar haben wir hier verschiedene Dattelsorten. Und was ist die Füllung, Simon? Cashew. Frischkäse? Ja, Frischkäse. Und was ist da noch drin? Vanille und? Chili. Chili-Pulver, ganz wenig, weil sonst wird es zu scharf. Für meinen Ältesten gibt es jetzt Datteln mit veganer Frischkäsefüllung. Und für meinen Jüngsten gibt es jetzt ein Glas Apfelmark mit Banane. Abendmahlzeit für meine Jungs. Für meinen Silas gibt es eine Kürbissuppe. Das ist noch der letzte Hokkaido-Kürbis, den wir haben. Und dazu gibt es geröstetes Brötchen. Das ist einfach ein Dinkelbrötchen, das habe ich in Scheiben geschnitten und getoastet. Und für meinen Ältesten, für den Simon, gibt es eine Kartoffelsuppe und dazu, also eine Kartoffelgemüsesuppe, das ist auch verschiedenes Gemüse dabei, Pastinake, Sellerie, Möhren, Lauch, Petersilie. Und dazu gibt es gebratene Räuchertofuwürfel. Für meine Jungs gibt es wieder eine kleine Portion grüner Saftkomplex. Für den Großen gibt es eine Pampelmuse und eine Orange in Scheiben geschnitten. Für meinen Kleinen gibt es eine entsaftete Orange. Weiter geht's für die Jungs mit Cornflakes. Die sind ungesüßt. Dazu gibt es gepoppten Buchweizen und ich glaube gepoppte Hirse oder Quinoa. Das ist auch alles ungesüßt. Und dazu habe ich ihnen gerade eine Mandelmilch selber gemixt. Und diese ist ein bisschen mit Datteln gesüßt und mit Vanille und Zimt verfeinert. Um die Mittagszeit gibt es noch restliche Suppe von gestern. Für meinen Jüngeren die Kürbissuppe mit geröstetem Dinkelbrötchen. Und für meine Älteren die Kartoffelgemüsesuppe und gebratenen Räuchertofu. Für meinen Großen gibt es jetzt nochmal gefüllte Datteln. Das sind die Datteln mit der veganen Cashew-Frischkäsecreme. Und das sind nochmal zwei andere Füllungen. Hier in dieser linken Dattel, da ist Kokosmus innen in der Dattel und dann nochmal ein bisschen Schokolade drum. Und hier in dieser Dattel, da sieht man noch ein paar Erdnüsse und da ist auch ein bisschen Schokolade reingefüllt. Für meinen Kleinen gibt es jetzt auch was Süßes, selbstgemachtes Schokoknusper. Das haben wir gestern zusammen hergestellt.
haben wir selber eine Schokolade gemacht und das Knusper besteht aus getrockneten Buchweizensprossen, geschälten Hanfsamen und klein geschnittenen Mandeln, Walnüssen und Macadamianüssen. Für meinen Jüngsten gibt es jetzt Dinkelzwieback. Abendmahlzeit für meine Jungs. Für meinen Kleinen gibt es eine Portion Wildreis mit Salz und gedämpften Blumenkohl mit Salz. Für meinen Großen gibt es auch eine Portion Wildreis und dazu ein Gemüsecurry. Da ist dabei Zwiebel, Knoblauch, Lauch, Möhren, Brokkoli, Erbsen, Curry, Salz und Kokosmilch. Dazu ein bisschen Feldsalat und Macadamianüsse. Meine Jungs starten wieder mit einer kleinen Portion grüner Saftkomplex. Eine halbe Stunde später gibt es für meine Jungs Mikroalgen in Form von Presslingen. Das sind Spirulina-Presslinge von Lebenskraft pur. Ich verlinke euch die Spirulina-Presslinge unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Warum gebe ich meinen Jungs diese Mikroalgen, diese Spirulina-Presslinge? Diese Algen sind nicht einfach ein Nahrungsergänzungsmittel, sondern das ist ein Lebensmittel. Die Mikroalge Spirulina ist ein Lebensmittel und sie ist reich an B-Vitaminen, Eisen, Kalzium, Selen, Magnesium und Beta-Carotin. Außerdem gehört sie mit zu den proteinreichsten Lebensmitteln der Welt. Als nächstes gibt es für meine Jungs jeweils eine Orange, für den einen in Scheiben geschnitten, für den anderen als Orangensaft. Für meine Jungs gibt es jetzt Folgendes: Für meinen Kleinen ein ungesüßtes Müsli mit selbstgemachter Mandel-Hanf-Zimtmilch, die ich mit etwas Datteln gesüßt habe. Für meinen Großen gibt es einen rohköstlichen Apfelstrudel. So sieht der Apfelstrudel dann durchgeschnitten aus. So portioniert kann er den Apfelstrudel dann sehr gut essen. Für meinen Kleinen gibt es Roggen-Dinkelknäckebrot mit Haselnussmus. Kleiner Nussteller für meinen Großen. Auf dem Teller liegen Macadamianüsse, Paranüsse, Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln und Pistazien. Für meinen Jüngsten gibt es noch eine kleine Portion Wildreis. Das ist der Rest von gestern. Abendmahlzeit für meine Jungs. Für meinen Jüngeren gibt es einfach Kartoffeln mit einer selbstgemachten Bratensoße. Und für meinen Großen gibt es einen südafrikanischen Gemüse Erdnusseintopf. Das Rezept findet ihr auch schon hier auf meinem Kanal. Ich verlinke euch das Video oben in den Infokarten. Meine Jungs starten wieder in den Tag mit einer kleinen Portion grüner Saftkomplex und mit Spirulina-Pressling. Weiter geht's für meinen Ältesten mit einem Obstfrühstück, Äpfel, Birnenstücke und getrocknete Maulbeeren. Und für meinen Jüngsten gibt es ein Glas Apfelbananenmark. Für die Jungs gibt es jetzt Dinkelbrötchen. Die habe ich in Scheiben geschnitten und dazu selbstgemachter Schokoaufstrich. Und dieser besteht einfach nur aus Haselnussmus, Kakaopulver, ein bisschen Vanille und Dattelsirup. Für meinen Großen gibt es eine Portion südafrikanischer Erdnussgemüseeintopf. Das ist noch der Rest vom gestrigen Tag. Weiter geht's mit selbstgebackenem glutenfreien Brot, das ein bisschen angeröstet ist, und Hummus für meinen Großen. Und für meinen Kleinen gibt es Roggen-Dinkel-Knäckebrot mit Haselnussmus. Heute wird es schokoladig. Es gibt für die Jungs noch selbstgebackene vegane Brownies. Diese kleine Schüssel gefüllt mit Mandeln gibt es jetzt für meinen Kleinen. Abendmahlzeit für meine Jungs. Für meinen Kleinen gibt es eine große Portion Quinoa, der leicht gewürzt ist. Und für meinen Ältesten gibt es selbstgebackenes glutenfreies Brot, einmal mit Bärlauchpest und einmal mit Hummus und dazu ein paar Sprossen, Mungbohnen und Linsensprossen, ein bisschen Feldsalat und Möhrensticks. Meine Jungs starten wieder mit dem grünen Saftkomplex, eine kleine Portion und mit jeweils 5 Spirulina-Presslingen. Meine Jungs starten heute leicht in den Tag. Für meinen Großen gibt es 2 Äpfel in Stücke geschnitten und für meinen Kleinen gefrorene Himbeeren. Für meinen Großen habe ich gerade einen Salat zubereitet. Dieser Salat besteht aus Feldsalat, Eisbergsalat, verschiedenen Sprossen, Alfalfasprossen, Mungbohnensprossen, Linsensprossen, getrockneten Sonnenblumenkernsprossen und getrockneten Buchweizensprossen. Dann ist noch Paprika dabei und
Dann habe ich noch ein Dressing gemixt aus Mandelmus, geschälten Hanfsamen, Knoblauch, Zitronensaft, Wasser und Salz. Für meinen Kleinen gibt es jetzt Roggen-Dinkelknäckebrot mit Haselnussmus. Für meine Jungs gibt es jetzt selbstgemachtes Schokoknusper. Mein Jüngster bekommt jetzt eine Portion Dinkel-Paniermehl. Das ist tatsächlich einer seiner Lieblingssnacks, die er gern zwischendurch isst. Das ist die Abendmahlzeit meiner Jungs. Für meinen Jüngsten gibt es eine Kartoffel-Möhrensuppe und dazu geröstetes Dinkelbrötchen in kleine Stücke geschnitten. Für meinen Großen gibt es gedämpfte Schwarzwurzel mit bisschen Salz und Kräutern. Dann noch eine kleine Gemüsepfanne bestehend aus Zwiebeln, Lauch und Erbsen. Da ist auch noch ein bisschen Salz und schwarzer Pfeffer dabei, ein bisschen Sojasauce. Dann Räuchertofu ringsrum mit selbstgemachtem Senf. Der ist sehr scharf. Dann haben wir hier noch ein paar Alfalfasprossen, ein paar Nüsse, Macadamianüsse und Paranüsse und dann noch ein paar selbstgezogene Linsensprossen. Ich bin bei diesem Foodery nicht mit dabei. Ich faste aktuell mal wieder. Heute ist mein 6. Fastentag und ich sitze dann gerade bei den Abendmahlzeiten eher mit meinen grünen Säften daneben. Bevorzugt ist es gerade Stangensellerie, dann ist noch Endivie dabei. Gerade freitags kommt immer meine Bio-Kiste mit einem großen Endiviensalat, den teile ich mir immer so für 2 Tage auf. Dann entsafte ich gern Fenchel, entweder als Monosaft oder mit Spinat und Alfalfa. Das sind gerade die Säfte, die ich aktuell bevorzuge. Ich habe euch unter diesem Video auch einige Produkte verlinkt, die ihr in diesem Video seht. Also vor allem Spirulina und der grüne Saftkomplex, die uns schon seit langer Zeit begleiten. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, ihr konntet euch aus diesem Food Diary einige Inspirationen mitnehmen. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit, viel Harmonie, viel Zuversicht und alles Liebe. Bis bald.